Also was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, ihr seid alle gesund, Mann. Und ich hoffe, das letzte Video, was ich gemacht habe, hat euch gefallen. Wenn nicht, schaut euch einfach an. Der Link ist in der Beschreibung, Mann. Und heute geht's weiter mit: Wie viel ist dein Outfit wert? Wieder in München, Mann. Heute habe ich entschieden zu drehen, wie schon auf Insta angekündigt. Und falls ihr mich noch nicht auf Insta habt, dann wird es mal Zeit, dass ihr mich abonniert. Dazu müsst ihr einfach nur mich hier abonnieren bzw. mir hier folgen, damit ihr nichts mehr verpasst, weil ich poste da immer in meinen Stories bzw. in... Heißt ja Stories. Da poste ich immer, wenn ich irgendwie drehen will oder wenn es um Entscheidungen geht über Videos oder sonst was. Ansonsten folgt mir auf Snapchat, dann mache ich das auch. So, und ja, ich will nicht zu viel labern. Vergesst nicht natürlich mich zu abonnieren, unterstützt das Movement, ne? München, Munich, Gang Gang, oder Gang Shit, bla bla bla, hier dies, das, und wir sind jetzt gleich in der Innenstadt. Also ich bin hier einmal mit dem Alex, Zuerst Giovanni, Lazar, Michael, Frederik, Katharina, Marco, Leon, Nico. Wie soll ich anfangen? Fangen wir mit mir an. Passt, Digga. Also, fang einfach mal an. Mit okay, Schuhe Gucci, 450 Euro. Film mal drauf, Digga, dreh ich einmal so einen Kreis, so fresh, ja, Junge. Genau, noch die andere Seite. Genau. Wie viel hast du gezahlt? 450. 450 Euro, okay, dann haben wir einmal. 180 Euro. 180 Euro. Von Acne Studios. Von Acne Studios? Genau, T-Shirt 10 Euro Zara. T-Shirt 10 Euro Zara. Jacke 1700 von Saint Laurent. 1700 von Saint Laurent, zeig einem anderen Kreis die. Wow, was haben wir noch? Und Gucci-Gürtel 270. Und den Gucci-Gürtel von 270. Was? Genau, das war's? Hast du nichts mehr? Ruhe? Nee, ist alles. Gut, da haben wir einmal einen Gesamtpreis von 2610 Euro. Kannst du mir erklären, wieso du dich für diese Jacke entschieden hast? Weil ich sie krass fand. Junge, er hat krass viel geblecht, Mann. Ansonsten muss ich schon echt sagen, teures Outfit, Mann. Wenn ihr sein Outfit fresh findet, schreibt unten den. Keine Ahnung. Ich soll nur einfach mal sagen, geh einfach mal alles durch, wie viel alles kostet, und sag mal, wieso du genau dieses Outfit so gewählt hast, wie es ist. Schuhe 80, Hose 60. Von? Converse, oder? Converse, ja, One Star. Hose Topman, 60. Pulli Off-White, 400. Und sonst? Vollkrankbrille? Ja, einfach nur von H&M. Achso, okay, und deine Brille? Brille Ray-Ban. Ray-Ban, Tasche? Tasche auch Topman. Mhm. Und deine Jacke? Jacke, Urban Outfitters, 90 Euro. 90 Euro? Ja. Passt. Und wieso hast du genau dieses Outfit so gewählt? Keine Ahnung. Also ich finde, so von den Farben her passt es schon gut zusammen und passt. Hat mir schon gefallen. So. Stabil. Wollt ihr euch kurz vorstellen, von wo kommt ihr? Oder? Ja, aus Nähe unter Schleißheim. Bin 14. Okay, und du? Ich auch. 15. Okay, dann fangen wir einmal mit dir an, oder? Können wir machen. Gut, dann will ich einfach mal sagen, fang einfach mal an, zeig alles mal in die Kamera so. Also Yeezys habe ich damals für 220 gekauft. 220 Euro? Hose 180. 180, was ist das für eine? Von NNML. Nochmal? Von N, also vom MNML. MNML. Ja, genau. Ach, die haben so eine spezielle... Ja, genau. Insta, gell? Ja, genau. Okay, weiter. Dann T-Shirt kostet 30. T-Shirt 30 Euro. Die Jacke habe ich damals für 250 gekauft. Was ist das für Alpha Industries, gell? Ja. 250 Euro. Okay, willst du ganz kurz zeigen in die Kamera? So kurz. Genau. Ja. Und deine Jacke? Die Jacke habe ich damals, ich glaube, 400 bezahlt. 400 Euro, was ist das für eine Marke? Ich weiß es gar nicht. Steht AK an. Hat, ach ja, so. Kann sein. Passt. Warst du so? Hast du noch irgendwas? Ringe, Ketten? Handy halt und. Ach so. Ja, okay, passt. Nichts Besonderes. Welches Outfit vom? Mir, Niklas. Ob Niklas gut gefällt? Dann schreibt es einfach unten seinen Namen in die Kommentare. Von den Schuhen, also die Schuhe glaube ich 60. Schuhe 60 Euro. Ja, Hose 20. Hose 20 von? Gute Frage, ich glaube H&M. Von H&M, okay. Und was haben wir noch? Gürtel. Gürtel, zeig mal. Was ist das für einer? Der ist glaube ich von, keine Ahnung, der hat von meiner Mama bekommen. Was schätzt du so? Ich glaube dir auch so 15 Euro. 20, 15, okay, sagen wir mal so. 17. 17, genau. Okay, weiter geht's mit der Jacke. Jacke war reduziert von 60 auf 10. Ich bleib immer treu mit dem Preis. Ja, Mann, ja, sie ist doch ehrlich. Ehrlich. Ich bin ehrlich. Brille? Brille 7 von H&M. 7 Euro.
Okay, weiter geht's mit. Pulli 400. Pulli 400? Okay, sie hat mich voll geflasht. Was ist denn das für ein Pulli? Montclair. Ich sehe gar nichts. Zeig mal her. Ist da irgendwo das Zeichen? Montclair. Ah, da sie ist. Montclair auf White. Wie hast du gezahlt? 400 Euro. Okay, und was hast du noch? Da drunter noch ein Top von H&M für 20. Okay, warst du da? Hast du noch irgendwie Ketten, Ringe, Uhr? Ja, Unterwäsche, ne? Kann man nochmal 50 Euro drauf rechnen. Okay, da haben wir einen Gesamtwert von 584 Euro. Wenn ich das Outfit von der Sphere gefällt, dann schreibt den Namen unten in die Kommentare. Ich glaube, ich nehme KFC-Sachen mit zum Training. Ja. Ich glaube, ich nehme mit Training. Ich so, hey, wir machen Treffen um 16 Uhr, KFC. Mein Trainer so, ja, okay, Davis, komm nur. Da kommst du wenigstens pünktlich. Was soll ich sagen? Achso, auf Insta. Also, iForce One, selber customized. Mit den Laces hast du die dann extra dazu gekauft? Ja, einfach gekauft, so 2 Euro. Hast du auch Off-White-Schuhe oder von wo hast du das? Das ist von, ich habe so ein Off-White-Teil zu Hause und dann habe ich abgeschnitten. Was? Dann Topman, also Off-White-Socken, 80 Euro. Aha. Dann Topman Anzughose, 25 glaube ich. 25, okay. Wieso hast du die Socken für 80 Euro geholt? Ich hatte Bock. Weiter Supreme Pulli, gell? Supreme Pulli. Zeig mal so in die Kamera. Yeah, zoom mal ran, Digga. Fresh und so. Ich weiß nicht mal, wie viel gekostet hat. Ich glaube, 120 Retail. Retail. Okay. Dann Gucci-Gürtel. Stabil. 220. 220? Dann füllen wir auch mal drauf nochmal. Fresh. Rollkragen einfach 10 Euro, glaube ich. Und Versace-Brille sehe ich schon, Mann. Versace-Brille. Ja, zeig mal in die Kamera. Die Brille ist ehrlich krank, man. Müsst ihr euch mal abchecken. Dreh mal so, zeig mal den Kopf, einmal das Profil. Genau. Richtig fresh, man. Auf jeden Fall, wie hast du gezeigt? 100 irgendwas. 200 Euro? In der, ja. Und dein Ohrring? Um die 40 oder so, maximal. Dann Goldkette. Und Armband. Das war von Taufe. Geschenk von meinem Herrn. Okay. Also, ich hau den Gesamtwert bei den unten rein. Wer das Outfit vom? Giovanni. Mehr gefällt als vom? Laser. Dann haut ihr die Namen in die Kommentare, Leute. This Punkt ist Freddy. Und dein Name ist Freddy? Frederik. Gut, Frederik. Also, fang einfach mal an, oder? Ja, keine Ahnung, Schuhe 650. Was ist das? Balenciaga? Nein, Gucci. Gucci Ride Schuhe. Zeig mal hier einmal von allen Seiten. Man sieht mal nicht viel davon, einfach nur. Film mal drauf, Passt. Dann Hose? Ich glaube 220 Akne Studios. 220 Akne Studios, okay. Dann, keine Ahnung, ist jetzt peinlich, wenn ich meine Unterhose zeige. So. Nein, dann T-Shirts von Laurent, 350 Euro. Oh, ist ja Laurent, zieh mal einmal ganz kurz so. Zeig mal. Mann, so, keine Ahnung. Dann Jacke 70 von Zara. Und LV Gate Bottle 225. LV 225. Und Tasche gratis. Tasche gratis, okay. Okay. Da haben wir einen Gesamtwert von 1515 Euro. Also, wer noch keinen Herzinfarkt bekommen hat, schreibt einmal seinen Namen, den Frederik, unten in die Kommentare, wenn ich sein Outfit taugt. Und fangen wir mal mit dir an. Die Schuhe Yeezys 500. 500 Euro für die Yeezys hast du gezahlt? Boah. Black Pirates sind das, gell? Ja. Die Hose. Die habe ich seit dem Job, zweiten Job, also Februar letzten Jahres. Die Hose, keine Ahnung, würde ich mal sagen Fuchs, also 50 ungefähr. 50 Euro, okay. Der Pulli ist einfach nur so ein Alpha Industries Pulli. Alpha Industries Pulli für? Ich glaube 80 hat der gekostet. 80 Euro. Du weißt, da geht's mit der North Face, sag ich, Supreme nicht, gell? Nein, normale, 220. 220 Euro, okay. Hast du noch was? Weißes T-Shirt? Gilden T-Shirt einfach nur 4 Euro. 4 Euro, okay. Und ein Goldring. Für? Boah, ich weiß nicht, was der kostet. 80 Euro. 80 Euro, okay. Einmal das Outfit von euch beiden noch so einmal drehen, ganz kurz, einmal zeigen. Outfit von? Alex. Mehr gefällt als von ihr? Dann schreibt unten in die Kommentare sein Name. Der dritte raus. Was ist You used to call me on my cell phone.
Ist jetzt schon ein sehr, sehr hübsches Outfit. Willst du vielleicht mal alles durchgehen? Wie viel hat dein Pelz gekostet? Mein Pelz hat so circa 4.000 gekostet. 4.000 Euro? Okay. Willst du den einmal so in die Kamera zeigen? Einmal kurz drehen. Portugiesische Marke. Ich kann es dir selber gar nicht sagen. Ich habe das als Erbstück bekommen. Ach so. Genau. Okay, gut. Dann haben wir einmal 4.000 Euro. Und dein, was ist das genau? Blazer? Sweater. Also das ist so ein, das ist von Adidas. Ich glaube 40. Damals, ja. Gut. Und dein Top? Mein Top ist von H&M. Das hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und deine Leggings? Meine Leggings ist auch von H&M. Ich glaube, die hat auch so 25 Euro gekostet. Und deine Schuhe? Meine Schuhe sind aus dem Internet, Amazon, und die haben 60 Euro gekostet. Ich hätte ehrlich gedacht, dass alles teurer ist, aber sieht gut aus. Nein. Okay, und dein... Meine Kette ist circa 3.000 Euro wert. Also nur die Kette, die Anhänger, keine Ahnung, es ist alles Gold. Dann machen wir so 500 nochmal drauf. Mach mal, ja. Gut, was hast du da noch gekauft? MCM-Tasche, die hat mich heute 700 Euro gekostet. Und? Genau, und meine Guest-Tasche hat, die war im Angebot, die hat 190 Euro gekostet. 190 Euro. Gut, dann haben wir ein phänomenales Ergebnis von 8.530 Euro. Habe ich das auch von der? Bitte? Wenn ich das Outfit von der? Katharina. Gut gefällt, dann haut's unten in die Kommentare. Hammer raus, zeig mal in die Kamera. Ja, Schuhe 100 Euro von Adidas. Schuhe 100 Euro? Socken, keine Ahnung wie viel die kosten, haben ganz normale kleine Adidas Socken. Gerade mal 10 Euro da. Ja, irgend sowas. Gut. Und Hose? Hose 30 oder 40 war das. 30 oder jetzt sagen wir mal 35. Mal 35. Okay. T-Shirt 10 Euro. T-Shirt 10 Euro. Der Pulli ist, keine Ahnung, den hat es im Angebot gegeben für 10 Euro oder so, keine Ahnung. Zeig mal hinten, was ist denn das? Zeig mal einmal in die Kamera, hat hier deine Kapuze. 10 Euro? Ja, ich glaube schon. Passt. New Vision steht da, zeig das nochmal drauf. Ja, genau. Und die Jacke 50 Euro. Jacke 50 Euro, okay. Ja. Deine Cap noch? Was ist das für Jordan, gell? Jordan, ja, ich glaube 20 Euro waren das. 20 Euro. Gut, dann haben wir einen Gesamtwert von 235 Euro. Ja. Passt ehrlich. Und welches Auto von? Leon. Am besten gefällt, dann schreibt einfach seinen Namen unten in die Kommentare. Ich sehe schon, du hast ein freshes Outfit, Mann. Sieht ehrlich krass aus, Mann. Danke dir. Fangen wir einfach mal an, oder? Ja. Hast du alles so? Die Schuhe sind Yeezy Blue Tint, gell? Blue Tint, genau. Habe ich für 220 im Retail gekauft, auf adidas.com. Okay. Die Hose habe ich für 20 Euro bei Bershka. 20 Euro Bershka, was ist das für ein Laden? Den kenne ich aus Italien, um ehrlich zu sein. Ich glaube, den gibt es auch in Berlin. Gibt es den hier auch? Online ja. Online, okay. Was München ist das nicht. Laden? Bershka. Bershka, also B-E-R-S-C-H-K-E-R. Genau. Oder A. A. Okay, gut. Und weiter geht's mit der Jacke. Die Jacke ist von Parajumpers. 850. 850. Willst du die einmal ganz kurz zeigen? Ja, klar. Sieht man auch gleich die Tasche. Ja, Junge, stabil. Passt. Und deine Tasche, fangen wir mal mit der an. Die hat die Kasse? Von MCM. Okay, aus welchen Jahr ist die? Die habe ich, glaube ich, 450 im Outlet bezahlt. 50 Euro. Okay. Und dein Schal von Gucci? Von Gucci. Habe ich auch im Outlet für 165 Euro gekauft. 165 Euro. Und wieso genau den? Zeig mal nochmal. Wieso genau den? Meine Freundin hat ihn in Grau, ich habe ihn mir dann noch in Weiß, also in diesem Beige gekauft. Stabil. Und dein Pulli? Der Pulli ist von Calvin Klein, habe ich aus Rom im Calvin Klein Store für 120, glaube ich. 120 Euro? Genau. Nice. Und dein Cap? Die Cap habe ich bei Tommy Hilfiger online gekauft für 40 Euro. 40 Euro, passt. Ansonsten Socken? Socken ganz normal. Ich glaube 5 Euro bei Snipes. Gut, dann haben wir einmal einen Gesamtwert von 1.870 Euro. Wenn euch das Outfit gefällt, dann haut einmal den Namen. Marco.
unten in die Kommentare. Ansonsten danke dir, dass du mitgemacht hast. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich grüße Gianni und Lauri. Ich grüße Katharina und Chris. Ansonsten Instagram Joe Veritat. Laza JJ. Ich grüße Celine und Tobi. Ich grüße meine Brata Ninos. Die wissen schon, wen ich meine. Ja, ich grüße mal die hier. Matteo und Nadine. Zeig dir mal. Und du grüßt? Ja, okay. Mir egal, einfach die weißen Namen. Okay, passt. Ansonsten, danke nochmal, gell? Gucci Gang, Gucci Gang, we just hit a stain. And I came with two pistols like I'm Max Payne. Six O's in my bank, I can't think the same. You got your mind around these bitches, we don't think the same. Damn, and I sip on walk, walk. So, wenn ich überträge.